kannst mich mal. So. Kegeln. Yes. Alter. Alter. So. Fuck. Fuck. Durchlaufen wird es auch nichts. Fuck. Nochmal. Komm, halt die Klappe, Junge. Fuck. Huh. Da sind Energiekugeln. Gut, dass ich die jetzt sehe. Der versteckt sich. Fuck. Das Ding ist zerlegt, yes! Gravitonkugeln sind natürlich genial. Pam! Scheiß Blitz da. Kann kein Mensch brauchen. Sieh, Gordon! Sieh, was du einfach aufgibst! Ist es das wert? Ja! So, durch hier. Nächster Energieport, Ladedaten nochmal. Alter, was für ein Schlussakt, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube halt fest dran, dass das der Schlussakt ist. So, nochmal voll hier. So, ich rück mir die Brille nochmal zurecht. Und ab dafür, würde ich mal sagen. Wo ist das Teil? Danke. Einsteigen? Könnte es die Möglichkeit sein? So, dann steigen wir halt ein. Probieren wir es halt mal. Was dann los ist. Wo wir dann hinkommen. So. Geht hier wieder ziemlich schrittweise hier voran. Was bist du? Was ist das? Alter. Mir wird das Ganze hier echt suspekt. Hier ist ein Scanner. Okay, ich werde hier ein paar Mal fotografiert, wieso auch immer. Aber anders wären wir hier wohl nicht durchgekommen, so wie es aussieht. Eis mit dieser kleinen Fähre. Aber wir sind jetzt woanders hin unterwegs. Könnte es sein, dass wir jetzt Aug in Aug mit diesem Professor stehen? Wieder so ein paar Aliens. Was sind das für Teile? Kenne ich gar nicht. Hier der Hangar für die Helis. Hier kommt man ja schon ziemlich rum in dem Teil hier. Hier ist es dunkel, absolut dunkel. So, jetzt geht's hier immer hoch.
Wo geht's da hin? Wow. Ich bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Um ehrlich zu sein, ich habe totale Angst. Was für ein Ausblick, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wir fahren immer noch weiter hoch. Das ist ja schon fast Psycho hier. Ladedaten. Schon wieder. Eieiei. Ich bin gespannt. Ohne Scheiß. Viel dürfte es nicht mehr sein. Ob wir überhaupt noch Gefechte haben, stellt sich mir gerade die Frage. Dunkle Energie. Nein! Die nehmen mir meine Waffe weg. Du Verräterin. Wehr dich nicht, das bringt nichts. Du kannst nichts machen, bis du da bist, wo er dich haben will. Doch, dir in die Fresse schlagen. Es tut mir leid, Gordon. Schon recht. So eine Verräterin, Heuchlerin. Bewohnt von gewaltigen meteorologischen Intelligenzen. Welten ausgedehnt an der Schnittstelle von Dimensionen. Worte. Aber um ehrlich zu sein, wieso ist er hier reingegangen? Er wusste es ja, dass er hier hinkommt. Grundgütiger. Na, wenn das nicht Gordon Freeman ist. Doch. Was ist das? Stellen Sie es darüber. Das höre ich gern. Ich muss Ihnen danken, Dr. Freeman. Erst führen Sie mich zu meinem guten Freund her. Und dann stellen Sie sich selbst. Hätte ich gewusst, dass Sie hier einfach so reinspazieren, hätte ich mir die Suchtrupps ja sparen können. Da ich Sie beide in meiner Gewalt habe, habe ich das Sagen, sollte ich mit den Combine verhandeln wollen. Dr. Breen. Wallace. Ja, Judith, was ist? Wir sollten versuchen, Elis Leben zu schützen, damit er weiter forschen kann. Durch dich haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Du bist in der Lage, seine Forschungen selbst zu beenden. Aber weder du noch ich können den Pöbel auf der Straße von seinem sinnlosen Kampf abbringen. Doch Eli weigert sich, das zu sagen, was sie alle retten könnte. Sie retten? Warum? Eli, wenn du das Rechte nicht für alle Menschen tun willst, tust du es ja vielleicht für einen. Alex, Schatz. Dad. Gordon? Nein. Verdammt, Breen. Lass sie gehen. Es liegt ganz an dir, mein Freund. Verurteilst du mit deiner Sturheit die ganze Spezies zum Untergang, oder gibst du deinem Kind die Chance, die seine Mutter nie hatte? Wag es nicht, sie zu erwähnen. Alex, meine Liebe, du hast die Augen deiner Mutter, aber die Sturheit deines Vaters. Das war noch lange nicht alles. Wirklich? Mal sehen, was dir das am Ziel eines Combine-Portals bringt. Na los, Breen. Oh, oh. Wenn du nicht mehr drauf hast, dann zieh uns beide durch dein Portal. Oh, das ist nicht das Schlimmste. Du wirst das jedoch kaum glauben, sobald du da bist. Das ist nicht nötig. Stimmt, das ist völlig unnütz. Zum Glück würde der Widerstand einen neuen Anführer akzeptieren. Und dieser hier ist eine willige Marionette für die, die ihn steuern. Nein. Hör nicht auf ihn, Gordon. Wie wär's, Dr. Freeman? Wussten Sie, dass Ihr Vertrag an den Meistbietenden geht? Gordon würde nie und nimmer mit dir verhandeln. Klar, dass Sie darüber nicht vor Ihren Freunden reden wollen. Schicke ich Sie doch los, dann können wir offen reden. Lass das schon. Nee, du lass sie dir. Tut mir so leid. Alex, kleines. Judith, was soll das werden? Hey! Wir tun, was ich allein nie geschafft hätte. Wir halten dich auf. Ja. Wache, rein hier! Die Verräterin hat verraten, ist ja geil. Von deinem Verrat und wenden sich gegen dich. Judith, Dr. Mossmann, bitte! Tja, Wallace. Das Spiel ist aus. Lass. Schneller! Dad, halt oh oh.
Herren! Lass mich! Alter! Na! Dafür ist keine Zeit. Er ist auf dem Weg zum Portal. Du wirst das brauchen. Und ich? Judith, passen Sie auf Dad auf. Keine Sorge. Dad, wir sehen den Wichser müssen wir haben. Niemals. So. Können wir? Ja, natürlich. Komm. Lauf. Gordon, wir kennen uns nicht sehr gut, aber ich weiß, dass du das hier nicht tun musst. Ich muss meinen Vater retten, aber du... Na, danke für die Hilfe. Gern. Für das bin ich da. Er ist's. Ist wieder da. So. Alter, was ist das? So, meine Gravity Gun. So, wir sind voll. Was machst du jetzt? Das Gravitron. Ja. Er hat keine Ahnung, oder? Nee. Ich frag mich, wo er hingeht. Ich mich auch. So, mach hin, ne? Oh Mann. Der dunkle Fusionsreaktor der Zitadelle. Damit treiben sie den Tunnelverstricker an. So eine Chance kriegen wir nie wieder. Wir müssen Breen aufhalten. Oh ja. Mach mal. Kannst nicht abschalten. Das wird jetzt wohl von der anderen Seite gelenkt. Okay. Du musst in den Kern gehen und sehen, was du tun kannst. In den Kern? In den Aufzug, ich lass dich dann rein. Okay. Vergiss nicht, den Anzug aufladen. Ja, der ist voll. Randvoll. Mehr ist voll, so voll war er noch nie. Natürlich. Aber vorsichtig. Immer doch. Mein zweiter Name ist vorsichtig. Das geht schon. Jetzt machen wir den Gar aus. Drück mal aus wie so ein kleinen Käfer. Die ganzen kleinen Idioten. Dr. Oh. Freeman, Sie sollten nicht da draußen sein. Wenn ich teleportiert werde, füllt sich diese Kammer mit tödlichen Teilchen, die von der Menschheit erst noch benannt werden müssen. Okay. Wenn ich Zeit dafür haben, werde ich vielleicht eins nach Ihnen benennen. So werden Sie mich ganz vergessen. Ist ja schön. Wenn die Singularität zusammenbricht, bin ich weit weg. In einem anderen Universum. Sie okay. Wiederum werden auf jede mögliche und teilweise sogar unmögliche Weise vernichtet werden. Hm. Was um alles? Oh nein, komm, ein Krieger. Wo kommen die denn her? Wo? Ah, hier. Die kommen wie gerufen. Fliegen so schlecht. Aber ich komme hier. Ah, hier muss ich rum. So, hier sind noch ein paar Bälle. Ah, fuck, ey. So, ihr hört mal auf hier. So, was habe ich jetzt hier kaputt gemacht? Keine Ahnung, was. Ah, fuck, eine Glaswand. Ich weiß nicht, was Sie damit erreichen wollen, außer Ihren eigenen Untergang. Irgendwas erreiche ich schon damit. Hör nicht auf ihn, Gordon. So, noch eine Kugel. Eine Ebene höher. Das bringt was. Hör nicht auf ihn. Natürlich. Auf so einen höre ich schon lange nicht mehr.